Hier ist PC-Spiele, Tipps und Tricks mit dem Start der neuen PowerStart-Videoreihe in Desert Order. Ich habe meinen Account zurücksetzen lassen und beginne sozusagen nochmals ganz von vorne, also da, wo neue Spieler nach dem Tutorial landen. Meine Basis sieht allerdings bereits etwas anders aus. Zwar werden die Flaks auf das normale Startmaß zurückgesetzt, alle anderen Erweiterungen der Basis bleiben jedoch erhalten. Diese kann sich auch jeder andere Spieler für etwas Gold zulegen. Ich bin auf der an diesem Tag jüngsten Map gelandet und wurde vom System automatisch einer Allianz zugeteilt. Zuallererst verlasse ich diese Allianz. Und wer in keiner Allianz ist, braucht auch kein Chatfenster unten links. Also deaktiviere ich es vollständig, was dieser kleinen Videoreihe natürlich auch eine größere Bildfläche verschafft. Obwohl eigentlich kein vernünftiger Spieler eine Homebase angreifen wird, sichere ich mich durch das Flak-Upgrade gegen etwaige Aggressoren ab. Die Goldpreise für die Upgrades sind bei mir deshalb so viel niedriger als bei neuen Spielern, weil ich diese bereits schon einmal erworben hatte und nun nur wiederherstelle. Wie man sieht, habe ich noch 68 Flak-Erweiterungen günstig wiederherstellbar. Dann produziere ich sofort erst einmal 50 Lancias. Dieses Fahrzeug gibt es täglich 50 Mal zu einem um 90% reduzierten Angebotspreis. Den muss man einfach nutzen für einen Powerstart. Natürlich möchte ich nicht stupide 50 Mal klicken und aktiviere deshalb für 5 Gold eine entsprechende Bauschleife. Um bei der Produktion nicht an mangelnden Ressourcen zu scheitern, aktiviere ich ebenfalls sofort eine 1-Stunden Produktionsbeschleunigung für Aluminium. Lancias sind ideal, um Basen anzugreifen. Da ich zu Beginn schnell wachsen möchte, ist es genau das, was ich jetzt brauche. Während die Lancias produziert werden, kurz ein Blick auf die Basis. Ganz wichtig ist für einen Powerstart der sofortige, vollständige Ausbau aller Produktionsgebäude, ohne den die vorherige Produktionsbeschleunigung fast wirkungslos verpufft wäre. Der Sichtturm, der Störsender und der Detektor sind nette Extras, aber eigentlich für die Heimatbasis gerade zu Beginn nicht wichtig. Mehr Energie wird erst ab der 6. Basis wirklich an Bedeutung gewinnen. Mehr Militärpunkte spielen auch erst später eine Rolle. Diese beiden Erweiterungen kann man nachholen, sobald sie gebraucht werden. Dann allerdings ist die Homebase der beste Standort für diese Gebäude. Die Erweiterung um zusätzliche mögliche Gruppen auf dieser Map ist auch ganz nett. Zu Beginn käme man mit den anfangs 5 Gruppen aus, die sich dann mit weiteren Basen ohnehin erhöhen. Und mehr als die anfangs 10 Basen bauen zu können, ist in der ersten Stunde des Spiels völlig irrelevant. Das Basiskommando ist also wirklich nur ein Relikt aus der Vorgeschichte. Das System empfiehlt mir den Angriff auf eine Hafenbasis auf der anderen Flussseite. Prinzipiell reicht ein einziger Lancia, um die Babyfleck einer Neulingsbasis zu zerstören und die Basis einzunehmen. Geschwindigkeit ist Trumpf und so warte ich nicht darauf, dass weitere Lancias fertig werden, sondern schicke die ersten 2 einfach schon mal los. Sie bedürfen keines Geleitschutzes. So früh im Spiel ist das Risiko gering, auf gegnerische Panzer zu treffen und Flugzeuge kann es ja noch keine geben. Als erneut weitere 5 Lancias fertig sind, schicke ich auch diese in dieselbe vielversprechende Richtung los. Ich möchte ja noch ein paar mehr Basen einnehmen. Habe ich da eben gesagt, die Gefahr sei gering, auf gegnerische Panzer zu treffen? Da setzt ein anderer Spieler zu Beginn auf die schneller fahrenden Bredas. Bredas machen an Lancias fast keinen Schaden. Umgekehrt sind Lancias auch nicht gerade dazu geeignet, Bredas anzugreifen. Dennoch habe ich in dieser Auseinandersetzung lieber die Lancias als die Bredas, denn sie haben die 4-fache Feuerkraft,
Beide Gruppen behaken sich also und die beste Option der Bree, das ist eigentlich die sofortige Flucht, denn sie sind schneller. Die Idee kommt dem Besitzer aber etwas spät und so verliert er eine Breda. Dann wird auch klar, wo die beiden Bredas hin wollten. Da ist eine weitere Hafenbasis aufgetaucht, wo soeben noch die ersten beiden Lancias langgefahren sind. Das ist doch ein ganz willkommenes Ziel für meine 5 Lancias. Allerdings müssen sie im weiten Bogen um die Basis herumfahren, da an diesem Ufer nicht genügend Platz zur Durchfahrt ist. Damit wird es allerhöchste Eisenbahn für den Bau eines APC. Ich unterbreche die laufende Lancia-Produktion und schicke die bis dahin produzierten Lancias ebenfalls los, in dieselbe Richtung wie die vorherigen Lancias auch schon. Nun baue ich einen APC, auch als Eroberungsfahrzeug bezeichnet. Sobald dieses fertig ist, darf die Homebase wieder weiter Lancias bauen und der APC macht sich auf den Weg zu der eroberten Basis. Im Bild sieht man eine Fehlermeldung zum Gruppenlimit. Die kleinen Gruppen Lancias plus der APC schöpfen das Standardgruppenlimit aus. Zwar habe ich ja noch diese Gruppenerweiterung in der Homebase, aber es ist ein bekanntes Verhalten, dass es immer eine geraume Zeit dauert, bis das System diese zusätzlichen Gruppen auf der Karte dann auch wirklich ermöglicht. Das unterbricht damit kurz meine weitere Lancia-Produktion. Sobald das Eroberungsfahrzeug die Basis eingenommen hat, habe ich nicht nur durch das dadurch entfallene Eroberungsfahrzeug wieder eine freie Gruppe, sondern mit der neuen Basis nun auch eine mögliche Gruppe mehr. Damit läuft dann wieder meine Lancia-Produktion in der Homebase und die neue Basis kann sofort ein Eroberungsfahrzeug bauen, um die zuerst ins Auge gefasste, inzwischen ja auch eroberte Basis einzunehmen. Die neue Basis kann sich von nun an mit ihren Flaks selbst verteidigen und die Fünfergruppe Lancias ist als ohnehin schlechter Beschützer dort nicht länger erforderlich. Sie wendet sich einer gleich nebenan aufgetauchten weiteren Hafenbasis zu. Mit einem in der ersten eroberten Basis gebauten APC kann ich dann auch diese rasch einnehmen. Es ist Zufall, dass meine ersten 3 Basen ausgerechnet Hafenbasen sind. Mir soll es recht sein. Die erfolgreiche Lancia-Gruppe kann nun zur Kartenmitte aufbrechen. Defensiv veranlagte Spieler werden versuchen, sich eher in einer Ecke der Karte oder am Rand ein zusammenhängendes Gebiet zu verschaffen. Als betont offensiver Spieler möchte ich in der Kartenmitte dominant sein, darauf vertrauend, dass ich danach in der Lage sein werde, zu den ersten eingenommenen Basen später die Lücken schließen zu können. Von der Kartenmitte aus habe ich dann alle Optionen der Weiterentwicklung und für künftige Bündnisse. Mittelfristiges strategisches Ziel ist es dabei, sowohl eine starke Position am Fluss aufzubauen, als auch an der Bahnlinie. Etwas weiter südlich haben sich bereits 2 Spieler Hafenbasen gesichert. Diese ignoriere ich zunächst und fahre über die Brücke zu der Gruppe Neulingsbasen in der Kartenmitte. Da werde ich an der eroberten, aber noch nicht eingenommenen 2. Hafenbasis von 2 Bredas angegriffen. Auch wenn durch das erste Gefecht eine meiner beiden Lancias schon etwas angeschlagen ist, so sollte es zur Verteidigung der eroberten Basis reichen. 3 weitere Bredas eines wiederum anderen Spielers greifen meinen APC an. Leider erfolgreich. Es ist jedoch ein immer mal wieder auftretender Bug im Spiel, dass eigentlich zerstörte Einheiten mit 0 Lebenspunkten plötzlich wieder da sind. Ein einziger weiterer Treffer und mein APC wäre endgültig verloren. Aber da die kurzsichtigen Bredas den APC für zerstört halten, suchen sie nicht nach ihm. Da ja der Kampf vor der Basis noch läuft, halte ich mich mit dem APC erst einmal fern. Doch dann entscheide ich mich spontan um. Da sind 2 Angreifer gegen mich. In dieser Situation muss ich vor allem schnell sein. So entschließe ich mich dreist, an den beiden Bredas vorbei in die Basis zu fahren. Ein einziger Schuss der Bredas auf den APC hätte ihn zerstört. Aber
Die sind zu sehr fixiert auf den aussichtslosen Kampf gegen die beiden Lancias. So fährt man APC erfolgreich in die Basis und die Flaks erledigen dann alle Angreifer. Das Upgrade wäre nicht zwingend erforderlich gewesen, aber da ich es ja ohnehin brauche, kann ich es auch sofort machen. Den 5 angreifenden Breeders wird zu spät klar, dass sie diesen Kampf nicht mehr gewinnen können und werden zerstört. Noch bevor ich die Anzahl der Flaks dieser neuen Basis erhöhe, baue ich dort einen weiteren APC zur Einnahme meiner dritten Neulingsbasis. Meine große Lancia-Gruppe ist inzwischen über die Brücke gefahren und kann ihren Weg Richtung Kartenmitte fortsetzen. Eingenommenen Basen spendiere ich eine 10er Bauschleife zum automatischen Ausbau der Flaks. Ich verliere keine Zeit. Sobald der neue APC fertig ist, geht es sofort zur Kartenmitte. Die dortigen Lancias werden bald eine Basis eingenommen haben, doch ohne einen APC wird das nix. Dem APC auf seinem Weg 2 Lancias als Bewachung mitzugeben, ist ein lausiger Begleitschutz. Aber ich möchte in dieser Phase keine Zeit für den Bau anderer Einheiten verschwenden. Jetzt kommt es darauf an, schneller als andere zu sein. Jetzt einfach einzunehmende Basen könnten morgen bereits stark befestigt sein. Keine Basis, keine Einheit ist untätig. Die Einheiten fahren zu ihren Zielen und die eroberten Basen bauen ihre Flaks aus. Die Homebase produziert unverändert weitere Lancias. Als erstes Ziel in der Kartenmitte entscheide ich mich für eine Basis am Ende der Bahnlinie, auch wenn dies kein Bahnhof ist. Aber es sichert mir zumindest den Zugang zur Bahnlinie und damit weiteren Schritten in Richtung Eroberung eines Bahnhofs. Mit der Einnahme der 4. Basis habe ich nach nicht einmal 30 Minuten im Spiel, zusammen mit der Homebase, nun also insgesamt 5 Basen. Damit kann ich von nun an keine leichten Neulingsbasen mehr einnehmen. Ich kann jetzt nur noch anderen Spielern ihre Basen abnehmen. Wie wird mir das gelingen? Kann ich weiter zügig wachsen? Dazu dann mehr in den nächsten Folgen dieser kleinen Powerstart-Reihe zu Desert Order. Am besten diesen Kanal sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.